Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Nomad Souls, ein Let's Play, das vor allem eins machen soll, mich wieder ein bisschen aufhalten, mich in Minecraft ein bisschen, ja, aufhalten, also ja, dass ich etwas zu spielen habe in Minecraft. Und es ist nämlich nicht so leicht für mich. Wie ihr am Namen erkennt, es handelt sich um eine Nomadenseele, die ein wunderschönes Biom sucht. Das ist zwar also schon ein sehr gutes, schönes Biom, aber ja, nicht sesshaft bleibt oder vielleicht nur ein wenig. Und deshalb habe ich ein paar Mods eingefügt, die recht gut sind für Leute, die jetzt nicht gerade so extremst farmen wollen und es einfach gemütlich haben wollen und vor allem eins schön bauen zu können. Es ist jetzt gerade momentan ein bisschen am ja, so zurück Ding, weil es lädt überall noch die Sachen. Also ich sehe das, es sieht mega genial aus. Ich bin gestern kurz im Livestream hier am Biome schauen, was es so gibt. Es gibt über 400 Biome, also es ist extremst. Und ja, was es, ja, wie es so einfach läuft, weil es war nicht so flüssig und jetzt ist es flüssig. Ich habe endlich einen FPS-Mod gefunden. Okay, ein bisschen hackt es noch ein bisschen. Aber ja, es ist extremst anfordernd in einem solchen Biom. Alternativ Terra Generation mit Biom Bundle zu spielen. Und wir haben noch den Little Tiles Mod drin, wir können eigentlich alles bauen. Das ist das Genialste. Aber hier lebt es sich eigentlich cool. Wie fändet ihr das, wenn wir hier oben so ein bisschen Hängebrücken machen und jetzt einfach mal hier bleiben, um ein bisschen anzupflanzen? Ich habe noch so einen Farm-Mod drin, der alles eigentlich anpflanzen lässt. Und ja, hier ist es ein bisschen dunkel. Ich möchte irgendwo hin, wo es jetzt gar nicht so dunkel ist und wo wir Wasser haben. Und wo eine Höhle ist. Aber ich glaube kaum, dass so ein, ja, Mod Höhlen dann birgt. Das scheint irgendwie etwas zu sein, wo irgendwas, ja, ist. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Will jetzt sowieso noch kurz einen Waypoint machen. Ja, ich glaube, wir gehen hier ein bisschen ans Wasser. Ja, nicht so nah ans Wasser. Ab ungefähr hier. Hä? Das ist ein schöner Platz. So, mal schließen. Neu. Dann machen wir mal den Spawn hier hin. Und das Spawn machen wir so in hellblau. Ja, so normalblau. Gut. Ja, sieht cool aus. Ich hoffe, dass es einfach mit dem Texture Pack gut geht, weil natürlich keine Mod-Texturen drin sind. Wenn ihr wünscht, könnte ich auch das ausmachen, wenn es halt ein bisschen stört. Und ja, dann fangen wir an. Wir machen mal den Baum hier weg, der stört ein bisschen vom Aussehen her. Ja, also über mich, ich war im Krankenhaus und habe sehr schlechte, ja, über meine Krankheit so erfahren, dass es einfach, ja, mir nicht leicht macht, jetzt wieder richtig gut einzusteigen in dies, ja, ins Let's Play und in ja, den Livestream. Und ich will jetzt mich einfach so gut wie möglich es geht ablenken, wenig Probleme haben mit Spielen, die halt einfach irgendwas fordern. Und ja, ist einfach toll haben mit euch zusammen, weil ich brauche Kollegen. Ich habe zwar schon so extrem viele, aber ja, ihr wisst, in dieser Welt, wo wir alle so fortschrittlich sind und so, haben so viele Leute nicht Zeit, genug Zeit für einen, der halt nicht so gesund ist. So. Ach, das ist so toll hier. Mit der Grafik von diesem Texture Pack. Das ist wirklich jetzt mein Lieblings-Texture Pack. Ich könnte es eigentlich nicht mehr wegmachen. Ich könnte es nicht mehr rausnehmen. Es ist einfach cool. Es ist zwar ein bisschen zu hell für mich, ein bisschen zu comichaft, aber ja, es muntert mich auch vor allem. Und
Ja, wir werden auch sicher ein paar Parts im Livestream machen, aber dann nur ein bisschen, um etwas anzupflanzen oder so, also ein bisschen. Oder etwas zu bauen, etwas Großes, also immer wieder so Bauprojekte machen im Livestream. Und den Content in den Parts zu machen. So gut es geht, also natürlich auch im Livestream Content machen, aber mir ist einfach wichtig, dass die Parts dann auch irgendwie geschaut werden. Im Livestream habe ich immer so das Gefühl, ja, es geht nicht so gut, es bringt es nicht so rüber, die Leute verpassen alles und so Sachen. Ja. Steinhabe. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Also glaube ich ein bisschen zu leise, ich mache gleich Leiter. Noch ein Zombie. Weil sich das immer wieder irgendwie ein bisschen verändert, je nachdem, was gerade los ist. So. Ich muss da noch ein bisschen anders anpassen. Was jetzt die. Ah, da oben. Also, ich muss feindliche Kreaturen runter machen. So. Und die Lautstärke gerne noch mal ein bisschen höher. So. Okay. Ah, da können wir nicht abbauen, stimmt. Wir brauchen jetzt zuerst eine Spitzhacke. Und wir sind in der Steinzeit angekommen. Also, ja, das Projekt wird wirklich so lange gehen, bis das neue Projekt startet mit Multiplay. Ich möchte natürlich mit euch zusammen irgendwas machen. Aber ich denke, ich habe schon sehr viel geplant, was wir machen könnten. Und es ist einfach mega cool, wir können jetzt alle Blöcke kaputt schlagen in Einzelteile, also in kleine Blöcke. Und dann haben wir, können wir alles bauen. Und ich möchte schon irgendetwas Tolles bauen, was halt einzigartig ist, was nicht jeder kennt. Ich will sowieso mich ein bisschen abheben, weil ja, die Masse ist es einfach, was hat die Let's Plays und alles Mögliche uninteressant machen, oder? Ich muss mich also ein bisschen absetzen von anderen. Jo, jetzt noch ein bisschen aufheitern und ja, einfach Spaß haben halt. Es ist wichtig, weil ihr müsst das Leben halt schon ein bisschen genießen können und nicht immer wieder Jobs-Botschaften bekommen wie ich. Ich freue mich, wenn ihr Spaß daran habt, also wenn ihr Interesse habt hier zu schauen. Ich werde es natürlich immer ein bisschen spannend machen und ein bisschen interessant. Und meine Katze kratzt an die Tür. ich werde auf euch eingehen. Ihr dürft Sachen wünschen. Ich kann Sachen ändern jederzeit. Also, ja, ich hoffe, dass es gut geht. Also, ja, weil ich kann jetzt wirklich nicht mehr so viel Schlechtes erfahren. Und ja, wir haben jetzt sehr viel Eisen hier. Das ist sehr gut. Ich bin immer so ein bisschen am leise hören, also wegen den Monstern. Ich will jetzt gerade nicht einen Creeper haben. Das würde mich jetzt gerade auch ein bisschen erschrecken wahrscheinlich. Oh, ein neues Material hier. Ist das ein Chisel? Nein, Agrikultur, okay. Jo, also ihr habt es gesehen, wir können hier wunderschön bauen. Wir sind aber eben ein normales Let's Play. Wir werden natürlich immer wieder auf Reisen gehen. Und wir machen es uns so gemütlich wie möglich. Wir bauen wirklich das, was wir wollen, also was wir brauchen und gerne haben. Und ihr dürft gerne mir immer wieder Sachen sagen, was ich halt eben bauen soll. Oder ihr dürft wirklich auch in dieses Let's Play kommen als NPC. Dürft mir Quests geben oder so Sachen. Jederzeit dürft ihr hier so ein bisschen
mit einwirken. Hm? Ja, und die Interesse ist extrem groß wegen den Biomen und vor allem, was man bauen will. Also, ja, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt. Ich könnte eine Sexhölle machen, wenn ich sexistisch wäre, aber ich bin nicht einer, der pervers ist. Und also ich könnte alles bauen, ich könnte alles machen hier in Minecraft. Also ist toll, wenn da mir ein bisschen etwas, ja, eine Richtung gibt, was ich jetzt genau machen soll, mir ein paar Tipps geben könnt, was wir so bauen können jetzt in diesem Biom, weil das ist ein wunderschönes Biom, weil es sehr farb, also ja, es bietet ein paar farbenstarke und Monster sind irgendwie nicht gerade so gut hier. noch kein Monster getroffen, also ein Zombie, der gedröhnt hat. Können wir das abbauen? Ja, okay. Boah, ich bin schon wieder sehr drin. Das ist genial. Wunderbar. Also machen wir das so toll und spannend und cool wie möglich. Ja, aber jetzt müssen wir kurz... Nehmen wir noch das. Wir müssen nach oben, bevor es dunkel wird. Und vielleicht eine Höhle finden oder so für den Anfang oder irgendwo reinbuddeln. So. Ja, wenn es euch zu leise ist, das ist wirklich, also ich höre jetzt gerade nicht so viel, mache ich es noch ein bisschen lauter. Das ist wirklich komisch, ich habe vorher schön geschaut, dass es laut genug ist. Aber ja, wenn man dann startet, wahrscheinlich ist es ein Open Broadcaster Software, dass es dann einfach wieder leise wird. Also hier waren wir schon und das ist kein Gang nach außen. Ah, hier nach oben, glaube ich, oder? Ist schon dunkel wahrscheinlich draußen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da wir jetzt gar nicht weiterkommen. Dann bunkern wir uns da ein bisschen ein. So, wegen der Stimme gerade. Aber eben, ich bin krank. Ja, leider. So. Okay, es ist noch Tag. Wir gehen jetzt hier nach oben. Hä? Ja. Es wird gleich Nacht. Gut. Also dann bunkern wir uns irgendwo hier ein. Am besten nicht so, wo es Dinge gibt. Höhlen. Damit wir nicht ungestört sind. Also sind wir hier wieder am Spawn. Oh, hier ist es ungefähr schön. Ja, irgendwie hier bleiben. Irgendwie hier. Ja, wir könnten hier zumachen, aber nicht so viele Blöcke. Gehen wir hier ein bisschen in diese Richtung. Ein bisschen schneller rennen. Wir haben noch kein Essen. Also nicht so gut. Ja, wir gehen jetzt hier rein. Genau hier. Sonst ist es Nacht. Ja gut, am besten hier in Erde. Ja, jetzt ist gleich dunkel geworden. Ist jetzt nicht so ein guter Biomübergang, aber ja. So, dann haben wir hier oben noch, das ist Andesit, Bruchstein. Gut, wunderbar. Wir haben hier direkt schon mal Keramik. So. Prima. Also die erste Challenge ist eigentlich schon vorbei. Minecraft, wenn es so umfangreich ist, ist es halt nicht immer so leicht vorwärts zu kommen und ja, das Spiel einfach zu spielen, sondern man hat richtig viele Aufgaben dazwischen. Und da bin ich immer froh ein bisschen, dass ich das erste vor allem mal geschafft habe. So. Es ist ein bisschen schwer mit diesen Texturen überall, da ein bisschen zurechtzufinden. Löwenzahn.
Prosperity Chart. Ja, da können wir die verschiedenen Infusionen. Okay. Interessant, es gibt wirklich neue Mods jetzt hier drin. Metallurgie. Okay. Gut, können wir eine Spitzhacke machen. Aus Eisen. Prima. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen etwas hier rein tun, damit wir die Kohle nicht vergeuden. Graben wir uns ein bisschen nach oben, also damit wir ein bisschen Platz nach oben haben. So. Ein bisschen noch rein. Ja, jo, da haben wir schon rote Keramik. Also tun wir uns hier häuslich ein, ja, graben und machen dann alles natürlich oben, ein bisschen weiter oben und farmen unten am besten. Hä? Ja, ich sollte vielleicht jetzt noch ein Graben machen, also runtergraben. Ich denke, ich mache das noch hier. Den Sand noch weg. So. Graben wir uns das ja, einfach mal runter. Und warten auf unser Eisenzeug. Ich brauche noch einen Eimer. Also gehen wir jetzt kurz ein bisschen Eisen holen und einen Eimer machen. Eisen holen, das sieht man fast gar nicht. Also die Übersicht ist halt nicht so gut. Oh, jetzt habe ich voll lauter Denken da als etwas Falsches angefangen. So, was machen wir hier noch? Das geht nicht. Ja, ist auch aus Stein. Ja, werfen wir das in die Ecke. Machen noch kurz eine Truhe. So. Ja, genau. Tun wir mal das Zeug sein, das wir jetzt gerade nicht brauchen. In der Mine. Jo. So. Die Steinspitzhacke. Mann, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Fehlerchen machen in der Steuerung. So. Jetzt haben wir normale Keramik. Heißt Orange, ja. Für mich ist es, also, wäre es besser, wenn das irgendwie so ein bisschen bräunlich wäre. Nicht so schön, also nicht so extrem orange. Aber, ja, das ist vor allem das Texture-Pack. Und ich finde es schön so. Also, ja. Es ist so, man sich stören ab der Farbe. Wenn es so schöne Farbe, extreme Farbe ist. Also, dass man geblendet wird. Ah, Granit. Ja, ich sehe, es ist ja nicht das Biom, das gerade so gut gleich eine Mine gibt. Weil bei den Mesa-Biomen, also das ist einfach jetzt an das Mesa-Biom angedingt wahrscheinlich. Es ist das gleiche im Mesa-Biom. Es tut einfach mehrere Schichten nichts kommen. Es kommt wirklich eher weiter unten dann die Sachen. Ist jetzt nicht so gut gemacht, aber ich denke, es wurde einfach gemacht, damit man auch Keramik farmen kann und nicht gerade die Gegend kaputt macht. So, haben wir wieder ein bisschen Eisen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser für den Eimer, falls Lava kommt dann. Ja, ist wirklich sehr, sehr motivierend gerade. Auch wenn jetzt gar nicht so viel passiert, also so Leerräume sind halt einfach bei Minecraft und die Leute werden auch ein bisschen langsam zu verwöhnt von Minecraft, dass man halt einfach manchmal sieht, dass halt manche Dinge nicht so gut ankommen, aber das ist klar. Aber ich mache das natürlich so schnell wie möglich und muss halt jetzt einfach mal runter noch gehen, um ja, hoffentlich Diamanten zu finden und so Sachen. Und ja, wir haben eine Höhle gefunden, aber können nicht so leicht hier runter gehen. Ah, jetzt habe ich F gedrückt. Ich möchte nicht den Stein brauchen, ich möchte den.
ja, so kommen wir jetzt nicht runter. Ist jetzt ein bisschen blöd. Hm. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weit in diese Richtung. Weil wir schon, sind schon tief. Ja, haben so eine Höhle hier. Mit nichts. Gut. Brauchen dann wieder Steine, also nicht allzu viel abbauen jetzt. Hier können wir sogar wieder nach oben. Vielleicht wieder raus. Bin mal gespannt, was wir so finden an Biomen hier in der Nähe. Und weil es ist jetzt wirklich so ein bisschen ein, ja, wir können uns nicht vorplanen, Ding. So viel zu finden, so viel Neues zu haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt so auch ein bisschen wenig zu reden. Ja, ich denke, wir gehen jetzt dann wieder nach oben, weil ich hier Tag habe. Vor allem im zweiten Part. Ja. Völlig unnötige Fackel, weil wir gehen ja jetzt sowieso weg. Also, finden nichts leider. Die Katze hat immer noch nicht genug von der Tür. Hm, oh. Ja, schöne Texturen. Wo sind wir jetzt hier rein? Ah, hier. Das habe ich schon gedacht, wir haben uns verlaufen bei diesem kleinen Weg. Also, haben wir mal eine Mine angefangen und können jetzt mehr Sachen aus Eisen machen. Ich möchte jetzt unbedingt eine Rüstung machen, weil ich habe gemerkt, ein Skelett kann uns so früh schon extrem gefährlich werden. Weil halt die Ding anders ist, das Kampfsystem und so. So, dann haben wir hier noch. Jetzt bin ich gerade kurz auf dem Schlauch. Was wollte ich machen? Ah, die Eisenrüstung, stimmt. Ich muss auf das Eisen. Okay. Also falls ich ein bisschen planlos manchmal wirke, ist es wegen der Krankheit. Sie befordert mich jetzt schon aufgewachsen zu sein nach diesem langen Schlafen. Ich war so total müde, weil ich ungefähr 5 Tage nicht geschlafen habe. Ja. So, jetzt haben wir mal eine Hose. Prima. Es stört mich ein bisschen, dass da immer wieder Einblendungen kommen, aber das ist Luxus. Microsoft macht das sehr auf Luxus und dass wir viele Sachen haben. Eine Schere, weil wir wollen ja auch die Nacht überspringen können. Und ein Ei wurde gelegt. Es ist Tag. Okay, ich mache hier auf. So, machen wir noch eine Tür. Prima. Dann sehen wir auch, wo wir sind. Geh noch mal kurz rein. Oh, das blöde Efeu. Ich wollte noch was machen? Eine neue Spitzhacke. Oder eine Axt, genau. So. Prima. Jo. Also. Dann gehen wir auf die Suche nach Schafen. Ah, hier oben ist der Crafting Table. Könnt ihr ihn mitnehmen? Dachte schon, ich hätte ihn verpasst. So. Gut. Also. Jo. Haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Es gibt ein bisschen Probleme mit der World Generation. Also. Ist die Weltgeneration gerade mein OBS ein bisschen steil. Aber gut. Da drüben haben wir ganz große Bäume. Okay, cool. Also rennen wir ein bisschen. Müssen aber uns ums Essen kümmern. Ich würde gerne eine Spinne töten können. Da haben wir Schafe. Gut. Wunderbar. Also können wir jetzt ein bisschen länger die Gegend erkunden. Ich hätte noch eine Markierung setzen sollen, aber ich finde es. Wir werden das finden. Gut. Ein bisschen mehr Wolle holen, wenn wir schon so mehr Dinge haben. Also es ist wirklich extremst geniales Biom hier. Also beide. Das ist wirklich etwas vom Genialsten.
Ich möchte hier mal kurz irgendwie reinschauen. Da gibt es sicher irgendwo eine Truhe. Aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, es kommt Lava. Ja, man hört Lava oder Feuer. Okay, es ist nichts. Also weiter oben. Naja, gut. Also gehen wir in die Richtung, im Westen. Gut. Finde jetzt gerade keine Ressource, was ich jetzt machen den könnten, aber ich könnte mal schlachten. Damit wir wenigstens Lammfleisch haben. Döner. So. Da oben haben wir irgendwo. Ah, nein, das ist nur wegen der Wolke. Es scheinen recht viele Dörfer zu spawnen. Ah, da haben wir schon Kokosnuss. So, oder Kakao meine ich. Kokosnuss ist jetzt ein bisschen zu wörtlich genannt, weil die Textur wie eine Kokosnuss aussieht. Bei Kokosnüsse sind nicht braun eigentlich, die sind grün. Die haben so eine Schale. Ich dachte extremst lange. Also im Kokosnuss ist es so, wie man sie kauft, das ist so braun. Aber das ist nur die Innerhaut, das ist, ja, anders halt, weil ich habe nie Kokosnüsse gegessen oder, ja, in der Schweiz ist, denke ich, Kokosnuss gar nicht mal so bekannt. Und, ja, eben, es ist verwunderlich, wie schnell wir noch lernen, wenn es um andere Sachen gibt von anderen Ländern oder so. Jetzt hier in Minecraft auch. Es gibt neue Biome, schon habe ich etwas zu schauen, zu lernen. Es interessiert mich extrem. Oh, ein Esel. Nehmen wir noch ein bisschen Hühner mit. Also Hühnerfleisch mit. Wir haben hier so viele. Oh. Aber du musst schon bitte ins Messer laufen, gell? Ja. Prima. Gehen wir mal dort in den Dschungel. Das ist jetzt direkt hinter unserem Haus, ja, ein bisschen weiter nach Norden. Ja, ja, sind so ein bisschen lange Wege. Oh, hier könnte man gut leben. Ah, es ist kein Wasser. Ja. Aber es ist genial hier. Wow. Doch, ah nein, das ist eine. Okay, Ozelote haben wir, das ist super. Ja. Ja. Ich denke, wir machen das so, dass wir schon ein bisschen hier oben leben, aber da so schön irgendwas bauen. So ein bisschen genießen, eine Wohlfühloase. So, die ersten Schweine haben wir auch gefunden, denke ich. Ich glaube, wir haben noch keine Schafe gesehen. Und die Palmen sind übrigens ganz normale Dschungelholz, ja, Dschungelbäume. Und ja, die müssen wir dann halt selber machen, aber sie sehen wunderschön aus. Also so richtig von der Welt erschaffen und nicht von einem Biomgenerator, nicht von einem Spiel. Sieht wirklich sehr realistisch aus. Gut. Ja, falls ihr wundert, dass es halt nicht so viel gemoddete ist, ich habe es jetzt einfach mal kurz zusammengestellt. Ich kann noch Mods hinzufügen. Es ist einfach so, dass es für mich leichter natürlich ist jetzt gerade so eine Stresssituation. Ich habe so viele Probleme, dass in der Arztpraxis keine Internetverbindung ist und ich natürlich da nicht genau weiß, was jetzt gerade ja, mit mir los ist, halt einfach weil ich so extrem empfindlich bin. Oh, ein Papagei, oh, ich werde ein Papagei-Zucht machen. Schon jetzt. Ja, ja. Aber das sind Probleme, die man halt einfach hat, wenn man da irgendwas hat. Vor allem auf Basis der, ja, der Kraft. Da ist manchmal zum Beispiel Krebs oder irgendwas, was halt einfach da ist und man könnte sterben oder so. Ein bisschen besser, weil ja, man muss nicht ständig die ganze Zeit aufpassen. Oh, ein Dorf, cool. Da ist sicher was drin. Oh, der Berg dort hinten. Mann, ich liebe das. Wo?
Wieso ist hier nichts drin? Ich suche dich, bis ich dich finde. Ah, genau. Ich brauche Seile für eine Angel. Das ist nämlich die beste Methode, gerade momentan ein bisschen etwas zu bekommen, dass es halt einfach das Biome, das neue Biome bringt. So. Hier ist irgendwie also ein bisschen Sumpfwasser. Aber es sieht echt cool aus. Geht die Performance runter? Nö. Es ist einfach extrem groß, weitflächig. Coole Bäume. Ah, das ist so genial. Mann, ich bin schon wieder so extrem drin, ich könnte nicht mehr aufhören. Aber ich werde jetzt zuerst mal den ersten Part abwarten. So. Ich könnte so suchten. Ja, vielleicht heute Abend schon ein Livestream. Ich werde jetzt noch ans Video schreiben. Damit wir da schon ein bisschen vorwärts kommen. Und eigentlich die Dinge, die uns an das Spiel halt einfach ein bisschen, verzögert. Wegen. Was habe ich? Ich habe doch jetzt die Sachen da hineingetan. So. Die Übersicht ist wirklich scheiße. Das muss jetzt gerade nicht so brauchen. Nehmen wir die Türen für Bruchstein. So. Nein, Losers. Ihr lebt ja wirklich sehr idyllisch. Was machen wir? Bayberry Seeds. Ja, Bayberry Seeds ist wahrscheinlich von diesem Waldmod. Ah, die Erde. So. Das ist natürlich auch wichtig, wie man so schnell wie möglich craften. Aber wir wollen das Spiel nicht so schnell durchspielen. Also ich will natürlich immer irgendwie etwas haben, was das Spiel weiterbringt. Aber dennoch, es zieht halt extrem, irgendwas zu bauen mit diesen tausenden Mods, die ich fürs Bauen hier drin habe. Weil es einfach schnell geht und man die immer braucht. Oh cool, eine Festung. Mann, so ist genial. Also, was die Festung birgt im nächsten Part, dann wunderschöner erster Part und ja, vielen Dank fürs Schauen und Supporten. Tschüss.